Hallo ihr Querlinge! In dieser Episode von Pathfinder of Wrath of the Righteous gehen Dokuri und ihre Gefährten den unheimlichen Vorkommnissen und Markyls geistiger Entrückung im Dorf Kaltwasser auf die Spur. Denn irgendjemand muss ja an Jernauks Tod schuld sein. Los geht's! Die Helden sind es gewöhnt, in solchen Feindes durchsetzten Kavernen herumzuschleichen. Don't mind me. Ja, doch, ich meine dich. Zumindest Woljev kann das ganz gut mittlerweile. Und das wollen wir dann auch mal mit ihm machen. Achso. Neue Aufnahmesession. Wieder die Tierchen ausklappen. Das ist von Vorteil. So. Jetzt zeig mal, was du so kannst, Woljevo. Fine. Es ist sehr eisig hier, Kaltwasser. Es ist sehr, sehr eisig. Eine Falle. Noch eine Falle. Okay, also jemand möchte hier nicht gestört werden. Das ist mittlerweile sehr klar. Oh. Das ist Schwierigkeitsgrad 30, 28. Mhm. Naja, es ist für Woljev irgendwie jetzt nicht so besonders. Die anderen sehen nur, wie er so mit einer Lichtkugel über der Birne. Nein, ohne Lichtkugel. Die Lichtkugel ist nur für euch da. Wie Woljev so im Halbdunkel über diese Eisfläche huscht. Es dringt von oben irgendwie ein bisschen Licht herein. Was Woljev da genau tut, wissen sie nicht, aber sie wissen, dass wenn er so durch die Gegend huscht, dass das dann seine Richtigkeit hat und man ihm erst folgen sollte, wenn er entsprechend den Weg freigibt. Ist also... Hallo? So. Also hier will's echt jemand wissen, ha? Hallo? Hört das mal wieder auf? Stunden später? So, jetzt muss ich außerdem irgendwo hinklicken. Pretty good, aren't I? Ja, genau. Da kommen wir jetzt nicht durch. Wohl, jetzt haben wir hier ein bisschen Kleinkram ein, der irgendwie verloren gegangen ist. Nichts Besonderes. Vielleicht von einem der Dorfbewohner. Gibt den Gefährten ein Zeichen, dass sie noch ein bisschen ausharren sollen. Er ist noch nicht fertig. Nokori fragt sich, wie viel sich Woljev mittlerweile schon in die Taschen gesteckt hat. Grinst leicht bei dem Gedanken. Das noch? This is my kind of work. Ja. This is my kind of work. Ach, da ist er. Oh, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Es waren zu viele Fallen. Wir machen die letzte auch noch weg. So, ich werde hier diese Klobrille hochklappen. Jawohl. So. Dann. Ja. Woljev läuft zurück, gibt den anderen ein Zeichen, dass sie ihm folgen dürfen. Jetzt sollte es sicher sein. Bossler hat ein paar Probleme mit seinen Hufen auf dem Eis. Das ist für ihn nicht so sicher hier zu laufen. Da haben Skalfried und Schattenfang ein bisschen einfacher von der Pfotenbeschaffenheit her. Ah ja, hier geht es offenbar weiter. Woljev erzählt, dass er hier hinten in diesem anderen Weg dann auch nichts mehr gefunden hat. Richtig? Richtig. Da ist eine komische Stelle, laut Karte. Das kann aber auch nur irgendwie ein Zufall sein, wenn gleich hier natürlich auch die Säcke lagen. Ja, aber ich sehe hier nichts. Ach doch, guckt mal hier. Es ist verdächtig.
Das müssen wir noch im Blick behalten. Aber erstmal entdeckt Voljev hier an dieser Felswand keine besondere Beschaffenheit. Also, alle hier ans Ufer. So, hier wird es ein bisschen weniger feucht an den Pfoten. Aha, hier ist ein Lager. Oh je! Eine Vettel. Oh je, zwei Vetteln. Noch oh je. In der Höhle ist es kalt und finster. Der Boden ist mit Nebel bedeckt und ein eisiger Luftzug weht dir aus den Tiefen der Höhle entgegen. Von der Decke tropft Wasser und schwach leuchtende Laternen werfen groteske Schatten an die Wände. Höhle erkunden, um den Ursprung des Bösen zu finden. Malessa ist zugegen. All die Jahre haben wir euch drei angebetet. All die Gebete an den Eisbach, all die Opfergaben, bei den Göttern unsere Kinder. Die ganze Zeit habt ihr dahinter gesteckt. Malessa kauert in einer Ecke und umklammert einen Kranz aus trockenem Gras und verwelkten Blumen. Sie sieht aus, als hätte sie geweint. Vor ihr stehen drei entsetzlich alte Vetteln. Okay, die dritte. Ah ja, die dritte ist ja rechts. Ja, guten Morgen. Markil sitzt zu ihren Füßen wie ein treuer Hund. Und Lavixia, eine selbiger Vetteln. Und was ist so schlimm an uns, Kind? Die Haut der alten Frau ist sogar noch weißer als ihr Haar und ihr Atem hinterlässt in der Luft einen eisigen Nebel. In ihrer Stimme liegt Güte, doch ihren leisen Worten fehlt es an Aufrichtigkeit. Unter ihrem freundlichen Äußeren ist die Frau so kalt und unbarmherzig wie Eis. Wir wollen euch und eurem Bruder keinen Schaden zufügen, doch leider habt ihr uns nicht gegeben, was uns zusteht. Gebt dem Fluss, was ihm rechtmäßig gehört. Und ihr beide könnt in Frieden gehen. Und Loreda, die zweite. Ihr seid immer viel zu weich, Lavixia. Die Stimme der Vettel klingt wie der dröhnende Wind eines Sturms. Ihre Haut ist mit spinnennetzartigen blauen Adern bedeckt. Und ihre Augen leuchten wie Blitze. Okay. Merke, Schutz vor Blitzen. Tut, was man euch sagt, Mädchen. Übergebt uns den Kranz oder tragt die Konsequenzen. Ihr könnt uns nicht entkommen, egal wie weit ihr wegrennt. Die alte Letinda wird euch finden. Das ist dann wohl die dritte. Genau. Loreda, Lavixia, meine Schwestern. Hört ihr, was ich sage? Wisst ihr, was passieren wird? Was passieren muss? Die alte Frau flüstert ihre Worte. Ihre blinden Augen sind so hell wie der Nebel auf dem Fluss. Doch sie wendet sich um und zeigt entschlossen mit dem Finger auf dich. Seht nur, wer hier ist. Es ist die, deren Gesicht uns im dunklen Wasser gezeigt wurde. Hoffentlich verbunden mit einer Warnung, ihr nicht in die Quere zu kommen. Und Lavixia. Sie ist bereits hier? Tja, das ist mal eine Überraschung. Die alte Frau gluckst anerkennend. Wir mögen keine ungebetenen Gäste, aber ihr seid eindeutig stark. Geschickt und klug. Wir wissen derartige Eigenschaften zu schätzen. Also gut, da ihr schon einmal hier seid, könnt ihr auch genauso gut hereinkommen. Wir können sie überreden, ihr den Kranz zu geben. Aber ganz ehrlich, Nokori weiß nicht so genau, was dieser Kranz eigentlich bedeutet. Da muss mehr dahinter stecken, als ein paar vertrocknete, zu einem Kranz geflochtene Blumen und Blätter. Also, erstmal. Malessa, geht es euch gut? Kommandantin, Eras Tier sei gepriesen. Diese Kreaturen haben Markül in den Wahnsinn getrieben und ihn dazu gebracht, meinen Ehemann zu töten. Ich verstehe nicht, was sie wollen. Bitte rettet uns. Und Lavixia. Ihr verehrt jetzt also den alten Hirsch? Undankbares Kind. Wer hat euch wohl mit Nahrung versorgt und euch vor allen Gefahren geschützt? Und hat eure Mutter etwa den alten Jäger angebetet? Wie steht es mit eurer Großmutter oder deren Großmutter? Haben sie ihm gehuldigt? Sicher nicht. Die Vettel schüttelt missbilligend ihren mit weißem Haar bedeckten Kopf. Und Lan. Ein kleines Dorf mit wichtigen Traditionen. Lan verzieht das Gesicht.
Alte Traditionen, die von allen geehrt und respektiert werden. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Mhm. Markül, was ist mit euch los? Lavixia tätschelt den Kopf des Mannes, der zu ihren Füßen sitzt. Mit ihm ist alles in Ordnung. Er ist ein braver Junge, ein gehorsamer Junge. Er hat Respekt vor dem Alter, spricht niemals Widerworte und respektiert den Fluss, nicht wahr? Und Markhüls Gesicht ist schmerzverzerrt. Du kannst Verzweiflung in seinen Augen erkennen, als er sich gegen die Kräfte wehrt, die seinen Verstand kontrollieren. Helft mir! Beschützt meine Schwester! Vor mir! Der Fluss nimmt! Der Fluss nimmt sich immer, was ihm gehört. Wer seid ihr? Wer wir sind? Vielleicht sind wir die Wellen auf dem Fluss oder die Fische in ihm. Vielleicht sind wir der Nebel auf dem Wasser. Sind wir etwa massives Eis oder ein tobender Sturm? Warum stellt ihr eine Frage, deren Antwort ihr bereits kennt? Letindas blinde Augen scheinen in die Ferne zu blicken. Sind wir uns nicht bereits zwischen den beiden Ufern begegnet? Und Lavixia. Meine Schwester ist weise, aber sie spricht in Rätseln. Lavixias eisig blaue Lippen verziehen sich zu einem liebenswürdigen Lächeln. Wir sind die drei Jungfern des Flusses. Jene auf dem Wasser genießen unsere Großzügigkeit und jene auf dem Land verehren uns. Wir füllen die Netze mit Fischen und schützen unsere Anhänger vor den Abscheulichkeiten des Abyss. Und wir verlangen nur sehr wenig als Gegenleistung. Und Loreda. Undankbare Sterbliche, Loreda stampft mit dem Fuß auf. Wir tun alles für sie. Und was erhalten wir von ihnen als Gegenleistung? Nichts. Anstatt für unseren Schutz dankbar zu sein, haben diese Wichte damit begonnen, irgendeinen alten Bogenschützen anzubeten. Ich habe noch gar nicht verstanden, was jetzt eure Gegenleistung genau ist und was ihr dafür verlangt. Ihr sagt, es ist wenig, aber was heißt denn wenig? Was ist hier los? Und Malessa, ich weiß es nicht. Sie haben irgendwas mit Markül gemacht. Sie haben ihn dazu gebracht, Jernauk zu töten und mich anschließend hierher zu schaffen. Und nun wollen sie... Und Lavixia mischt sich ein. Wir verlangen nicht viel, Kind. Nur euren Hochzeitskranz. Wenn ihr ihn uns gebt, lassen wir euch beide in Frieden ziehen. Wir haben euch schließlich vor Katastrophen aller Art beschützt. Wir haben euer Dorf mit Nahrung versorgt. Verdienen wir für diese Gaben nicht etwas Respekt und Dankbarkeit? Werdet ihr uns diese eine Sache missgönnen, um die wir euch bitten? Und Malessa, wozu braucht ihr ihn? Malessa wischt ihre Tränen fort. Ihr habt bereits meinen Mann getötet und mich zur Witwe gemacht. Wozu braucht ihr meinen Hochzeitskranz? Ja, das ist genau die richtige Frage. Und Wissen Arcanus Wurf erfolgreich. Schwierigkeitsgrad 32, Fertigkeitswert 34, das konnte nicht schief gehen. Du erinnerst dich an Jernauks Worte. Wenn die Dorfbewohner dem Fluss ihre Hochzeitsgrenze überlassen, versprechen sie ihm auch ihre erstgeborenen Kinder. Aha. Warum verlangen die Vetteln von einer Witwe, dieses Ritual ebenfalls durchzuführen? Darauf kann es nur eine Antwort geben. Malessa muss mit ihrem erstgeborenen Kind schwanger sein. Doch sie weiß es noch nicht. Mhm. Jernauk, du Casanova. Was habt ihr mit Markül gemacht? Wie konntet ihr die Kontrolle über seinen Verstand erlangen? Wie kontrolliert der Fluss ein Blatt, das in ihn fällt? Wie kontrolliert der Himmel den Nebel, der über das Wasser weht? Und Lavixia. Wir haben gar nichts gemacht. Das war nicht nötig. Er ist ein Erstgeborener und deshalb gehört er uns. Tatsächlich war er bereits vor seiner Geburt unser. Wir haben ihn in der Annahme am Leben erhalten, dass er seinen Nutzen haben wird. Und wir hatten recht. Der Fluss ist geduldig. Er muss sich nicht beeilen. Er kann sich nehmen, was ihm gehört, wann immer er will. Und Loreda, das stimmt. Er war bereits unser, bevor er geboren wurde. Er macht alles, was wir ihm befehlen. Loreda lacht schrill. Oh ja, wir sorgen mal ein bisschen für Stunk. Wir provozieren sie mal ein bisschen. Ihr habt also die Dorfbewohner getäuscht.
Sie denken, sie würden den Fluss verehren. Sie ahnen nicht, dass sie ihre Opfer in Wirklichkeit drei Vetteln darbringen. Und legt ihn da. Ist das wirklich Täuschung? Sie beten den Fluss an. Sind wir nicht die Verkörperung des Flusses? Sie bringen Opfer dar. Nehmen wir sie etwa nicht an? Und wenn sie uns um Hilfe bitten, helfen wir dann nicht? Und Loreda. Aha, das versteht ihr also unter Dankbarkeit. Sterbliche, pah! Wir bleiben die ganze Nacht wach, weil wir uns um ihr Wohlergehen sorgen. Wir wehren Dämonen ab, damit sie nicht um ihre Sicherheit bangen müssen. Doch anstatt uns für unsere Bemühungen zu danken, nennen sie uns Lügnerinnen. Wenn es nach mir ginge, würde ich dich... Ich würde... Die Vettel droht mit der Faust. Und Lavixia. Ihr hättet uns nicht derartig beleidigen dürfen. Eure Beschuldigungen sind unerhört. Wir sind keine sterblichen Betrügerinnen, die sich als Göttinnen ausgeben. Wir sind eins mit dem Fluss. Die Dorfbewohner haben zugestimmt, den Preis für unsere Hilfe zu zahlen. Wir haben ihnen ein faires Angebot gemacht. Die Vettel starrt Malessa kalt an. Dieses dumme Mädchen wollte uns betrügen. Wenn hier jemand einer Täuschung zum Opfer gefallen ist, dann sind wir das. Ja, bestimmt. So. Also, naja. Man muss ihnen zugute halten. Na gut, das ist dann immer so eine Sache. Was wäre gewesen, wenn? Wenn die Dämonen hier in Kaltwasser eingefallen wären, dann wären wahrscheinlich sehr viele, wenn nicht alle, getötet und der etwa überlebende Rest versklavt worden oder hätte fliehen müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier die Dämonen zugeschlagen hätten, ist recht groß, wenngleich ein Kaltwasser ja also maximal weit weg liegt von der Weltenwunde, zumindest in ihrer unmittelbaren Umgebung. Das mehr oder weniger sichere Canabris liegt aber auch ein ganzes Stück weit weg. Also, ja, es ist möglich, dass tatsächlich durch den Einsatz der Vetteln hier in den letzten Jahrzehnten in Summe weniger Menschen ums Leben gekommen sind, als wenn die Vetteln nicht da gewesen wären und ein Horde Dämonen hier Einzug gehalten hätte. Das ist durchaus denkbar. Man kann es nicht beweisen, man kann es halt nur, versuchen, sich die Wahrscheinlichkeiten klar zu machen. Und genug Zeit für die Dämonen hier mal vorbeizuschauen wäre gewesen. Ja, der Weltenbund ist ja alles so mindestens 70 Jahre her oder so dergleichen. Auf der anderen Seite denkt natürlich jetzt Nokori auch daran, dass sie die Weltenbund zu schließen gedenkt. Also ist sie fest entschlossen, entweder sie selbst, also durch ihren eigenen Einsatz oder durch den von Arelu Vorlesch. Insofern, und auch wenn sie sich vor Augen führt, dass sie selbst ein Kind von Daeran erwarten würde, dass im Angesicht einer möglichen baldigen Erlösung jetzt hier nochmal diesen Handel zu verlängern, kommt für sie auch nicht in Betracht. Aber wir werden erstmal die Sache aufdecken und dann mal schauen, was die Vetteln dazu sagen. Also, Malessa, ihr seid schwanger. Wenn ihr ihnen euren Kranz gebt, überlasst ihr ihnen außerdem euer Kind. Was? Malessa legt schützend die Hände auf ihren Bauch. Alle Angst scheint von ihr gewichen zu sein. Sie blickt entrüstet zu den Vetteln auf. Darum ging es also die ganze Zeit. Das ist der Grund, aus dem ihr mich hergeschleppt habt. Ihr wollt nicht den Kranz, sondern das, wofür er steht. Ihr habt den Mann getötet, den ich geliebt habe. Und jetzt wollt ihr mir auch noch mein Kind nehmen? Niemals. Das werde ich nicht zulassen. Und Markül. Das bedeutet ja, Markül kann kaum sprechen. Er hat Schwierigkeiten, den Satz zu beenden. Doch mit jedem gesprochenen Wort klingt seine Stimme weniger folgsam und umso wütender. Ihr seid der Grund, warum ich meinen Schwager getötet habe. Wegen mir wird Malessas Kind niemals seinen Vater kennenlernen. Und jetzt wollt ihr dieses Kind seiner Mutter wegnehmen? Das wird nicht passieren. Das lasse ich nicht zu. Und Lavixia. Moment, was geht hier vor? Wollt ihr etwa gegen uns aufbegehren, Junge? Vergesst ja nicht, dass ihr uns gehört, solange ihr lebt. Ihr könnt uns nicht loswerden, egal wie sehr ihr es auch versucht. Ein Wort von uns reicht, um euch zu kontrollieren.
Ja, so viel zum Thema Markül retten. Markül greift sich einen Stein vom Boden der Höhle und attackiert die Vettel. Du kannst ein ekelhaftes Knirschen hören, als Markül den Stein auf den Arm der Vettel schmettert. Die Vettel kreischt auf und schlägt nach dem Mann. Der kräftige Schlag lässt sie bewusstlos zu Boden sinken. Okay, Markül lebt noch. Und Ureda trifft wohl eine Entscheidung für alle drei. Tötet sie, Schwestern. Niemand wird diesen Ort lebend verlassen. Moment mal, niemand wird diesen Ort lebend verlassen. Das klingt ja, das gilt ja auch für euch. Ach nee, ihr sagtet ja, ihr habt ja, also die Vetteln haben ja die, alle anderen hier mit Sterblichen bezeichnet. Das heißt, sie selbst sind offenbar nicht sterblich. Wo ist ein Markül? Der ist gerade weg. Naja, dann ist er wohl vielleicht sicher. Ja, wie gehen wir denn vor? Ich denke ja mal. Die Watschenmieze. Kann die Watschenmieze was ausrichten? Oh ja. Na dann. Bäm, 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 bäm. Naja, zweimal daneben. Das ist nicht gut. Danke. Aibu. Rühr mal rein. Deran. Tja, schwierig. Soziel. Ich habe so den Verdacht. Schutz gegen Kälte haben wir noch. Ja, wobei... Sosi als erster Zauber im Kampf hat ja immer einen besonderen Buff. Na komm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Naja, so toll war es aber nicht. Das kann Ember besser. Lan! Na, die sind alle zu weit weg, hä? Huh? So, du kommst natürlich nirgendwo hin. Schade. Ach, der Markül ist jetzt wieder da. Ach, der war wohl gerade im Nebel oder was? Na, keine Ahnung. Deran, komm ein bisschen nach vorn. So, Voljev. Ich denke, dass mir jetzt hier mal eine... Solche, ach so. Was können die eigentlich? Berührung 15. Das ist eine Einladung. Fast ein Kill. Schade. Ne, minus 17, das ist ein Kill. Moment. Wolf, der war ja echt. Der war von guten Eltern. Energierahme. Zwei Stärke weg. Magierrüstung weg. Zwei Stärke weg. Bärenausdauer weg. Zwei Stärke weg. Bracht des Adlers weg. Und hinterhältig. Schaden 43, 45 und 48. Leider, sie ist ja jetzt weggestoßen worden. Ich hätte gedacht, dass Schattenfang jetzt die Möglichkeit auch noch mal, hat, noch mal eine ihr mitzugeben, so eine Watsche, weil sie sich ja bewegt. In Schattenfangs Reichweite. Aber ist wohl nicht der Fall. Gut, Voljev, der war echt gut. Jetzt sind sie dran. Habe ich geahnt. Ach, diese Tussi mit dem Eis. Das nervt mich jetzt schon. Ganz gewaltig nervt mich das. Vor allen Dingen nervt mich, dass die noch dran ist. Feuersturm. Warte mal. Wir sind ja auf Reisen. Auf Reisen heißt, dass wir alles raushauen können an Zauberstab-Effekten, die wir so haben. Stufe 7, dann machen wir den da an. Können wir zweimal einen Feuersturm machen. Da ist die erste weg. Die zweite brennt.
So. Gut, danke, Ember. Nokori. Was soll denn dieser Schwachsinn? Schattenfang. Ey, dieses Eisgefängnis, könnt ihr nicht mal irgendwie euren Wurf schaffen hier? Was ist denn hier los? Ja. Schattenfang kann gar nichts tun. Wegen des Eisgefängnisses, man mag es nicht glauben. Aibu kann immerhin auch nichts tun. Aibo kann was zaubern. Wunden heilen. Genesung. Aibo kann Magie bannen. Reich. Ziel. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich probiere es mal. Ja, der hat alles Mögliche. Ja. Also, Eisgefängnis ist, bleibt da. Das gelingt Aibu nicht. Och, eine 2 gewürfelt. Oh, das ist aber echt ätzend. Aibu konnte gar nichts entfernen. Doch, katzenhafte Anmut von Loreda, immerhin. Na gut. Danke. Sosiel. Ein bisschen voran und gib uns mal einen Segen. Ein Gebet natürlich. So, Lan. Ja, es wird auch wohl reichen hier. Okay, da waren es noch eine, aber die eine ist unsichtbarisiert. Kommst du da ran? Ja. Langsam. Mit Frost und Firn im Pelz. Deran. Naja, die ist ja jetzt. Mächtiges Magieband auf einen Bereich. Ich kann. Nee, das kriegst du nicht hin. Bist zu weit weg. Schade. Komm, mach das hier. Guck ein bisschen rum. Voljev, Energieramme. Das geht. Ja. Hat ein bisschen wehgetan. War nicht so gut wie zuletzt, weil es jetzt nicht hinterhältig war. Aber wir können. Wir haben nichts von ihr gedebufft. Schade. Nur ein bisschen Schaden gemacht. Ember. Ja, zweimal hier. Ember kräftig drauf. Oh, ist nicht so toll gewesen. Wellenfeuerstrahl.
Aber der geht gegen die Tarnung. Ja, das war abzusehen. Naja, wir kriegen sie down. Das ist nur eine Frage der Zeit. So. Da wir ja hier alle möglichen Dinge rausballern können. Wenn sie Leute dazu holt, machen wir das auch. Borsalino ist wieder bei sich und sorgt dort hinten hoffentlich für Stimmung. Es sind diese Zylinderträger dran. Ne, sind sie nicht. Ah. Auf wen ging denn das? Auf LAN? Vernichtungsstrahl. Kritischer Fehlschlag. Schattenfang. Die würfelt eine 1. Das ist aber schön. Warte mal. Machen jetzt hier keine halben Sachen mehr. Deran, komm dazu. Schwierig, hier einen Punkt zu finden, wo du... Na gut, also da dazwischen irgendwie, dass du noch agieren kannst. Und dann gib uns halt den gemeinschaftlichen Warenblick. Auf Ember. Aber das ist die Unsichtbarkeit ausgehebelt. Schattenfang hat es auch mitbekommen. Ja, 3 gewürfelt. Klasse. Woljev, das kannst du jetzt besser. Komm. Ja, warte. Was mache ich denn? Mensch. Bum, bum, bum. Ah ja. 6 Mal Stärke weg. Und entfernt haben wir die Unsichtbarkeit. Die vampirische Schattenbarriere. Und die Magierrüstung. Ja. Lan freut sich schon. Hat gesehen, was Woljev angerichtet hat. Sie ist gut sichtbar und ihre Rüstung ist weniger geworden. Ja, leider ist sie außerhalb von Lans Reichweite. Schade. Aber ein Schuss geht. Und mehr als einen Schuss braucht man auch nicht. Das waren schwarze Männer. Ah ja, stimmt. Die kennen wir noch aus Mein Kopf. Oje. Aus Kingmaker. So, Markel sagt, Mein Kopf. Malessa, geht es euch gut? Verschwinden wir von hier, schnell. Lasst uns so früh wie möglich zum Dorf zurückkehren, antwortet Malessa. Diese verfluchte Höhle macht mich krank. Ja, und wir müssen noch würdigen, was Lan angerichtet hat. Woljev hat ihm letztlich so ja, die Bahn frei gemacht und dann ein Schuss von Lan. Ein kritischer Treffer, sehr gut. Eine 20 gewürfelt. 146 Schaden, plus 11. Und dann war Letinda auch hinüber. Ach ja, das hätten sie sich früher überlegen sollen. Und Woljev geht emsig ans Werk, hier zu plündern. Schöne Sachen. 2 Schutzringe plus 4. 2 Amulette der natürlichen Rüstung plus 4. Also das Kampfstab plus 4. Ein Hemd, das Ember als Vettels Untergang bezeichnet, beziehungsweise auch identifiziert. Dieser Stoff gewährt seinem Träger einen Verständnisbonus und plus 4 auf Rettungswürfe gegen Zauber, der Schulen, der Hexerei und der Nekromantie. Ja. Hexerei, Nekromantie, das ist was sehr Spezielles. Was tragt ihr denn so? Wanderschwindler, das lassen wir dir an. Du hast hier Umarmung der Erde. Ja, das ist für gute Natur. Lan hat seine Rüstung, das lassen wir ihm. Du hast auch gerade erst was Neues bekommen, Robe des Feuers, das passt. Ja. Soziel, Robe der Entschlossenheit. Klingt auch gut. Ja, und du hast hier auch so ein
seinen feinen Zwirn am Astralkörper, Robe der Sieben Sünden. Also ich werde doch deran nicht die Robe der Sieben Sünden ausziehen, also mal ehrlich, ja? Soll ich nicht mal tun, wenn er mich darum bäte? Nein. Es ist ein Hemd, was wir wahrscheinlich irgendwie in den Kleiderschrank hängen werden und dann werden wir es vergessen. Diese Vettel hat wahrscheinlich auch wieder hier so Ring und Zeug. Ja, ja, die waren sehr unisono, uniform, wie auch immer, eingedeckt. Mit Ausrüstung. Das hier war ihr Krabbeltisch. You are right behind me, right? Nö. Lauf du mal vor. Ich bleib mal hier. So, ein bisschen Krempel. Also was wirklich Bedeutendes haben wir noch nicht gefunden, ne? Nö, das war's. Meiner Ansicht nach. Bleibt die Frage, was da hinten am Eingang da dieser Höhle gewesen ist. Echt kein Container hier? Nee. Diese Höhle, wo es ein bisschen so durchs Mauerwerk oder durch die Felswand schimmerte, ist wahrscheinlich gar nichts. Aber was weiß ich denn schon? Oh, also ja, Ivo, sehr schön, dass wir dich haben, aber du bist so groß, das ist unglaublich. Wenn man hier eng steht, man kriegt einen anderen als dich gar nicht in den Fokus. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Schimmerei. This spell's faulty. No, really. Das ist so herrlich. Ja, also, es geht nicht. Also meine Erklärung ist, dass Ask nicely. Hier eine es gibt eine ähnliche Höhle, die an anderer Stelle benutzt wird und hier hat man die Höhle so ein bisschen umgebaut, damit es nicht komplett identisch aussieht und ja, das Umbauen ist halt, dass man hier eine Wand gezogen hat und dahinter ist noch was, aber halt nur technisch, nicht tatsächlich, ja, weil ja, kommt this ja hier nicht spell rein. Is faulty. No, really. Gut, dann denke ich, können wir noch mit den beiden sprechen. Wollen die Wahrnehmung... Wo? Hä? Oh, Moment. Ah, jetzt haben schon wieder einige von euch in die Tischkante gebissen, ne? Und dachten, das sieht er nicht, er sieht's nicht, er sieht nicht, dass Wolli was nicht entdeckt hat. Und? Fühlt sich die Erleichterung nicht gut an? Ne? Ihr sollt Vertrauen in den Let's Player haben, sage ich euch immer wieder. Ah. Geheimversteck-Alarm, Aivo, Schwierigkeitsgrad 40. Der Misthaufen der Fette lösen in Kaltwasser. Jetzt sieht's auch Woljew. Nachdem sich Aivos Nüstern in die entsprechende Richtung blähen. Und hey, haben wir denn hier? Wahrer Blick, schön. Leid, schön. Kettenblitz, ja. Was ist das hier? Das ist was für die Tiere, das ist gut. Tollwütige Reißer, das kommt mir bekannt vor. Haben wir denn die schon mal? Bestätigt der Träger dieser Knieschoner einen kritischen Treffer mit einer natürlichen Waffe, ja, davon haben wir viele, wird dieser Treffer im Falle eines misslungenen Zähigkeitswurfs... Was? Ich nehme an, dass der Debuff hier auf den Gegner geht, aber es steht hier eigentlich anders. Bestätigt der Träger dieser Knieschoner einen kritischen Treffer, wird dieser Träger oder dieser kritische Treffer? Der kritische Treffer macht keinen Sinn und den Träger, war wobei, tollwütiger Reißer? Also so wie es da steht, ist es ein Item, was man nicht benutzen sollte. Da steht, wenn du ein Tier bist und hast dieses Ding an den Knien und machst einen kritischen Treffer mit natürlichen Waffen, dann kriegst du als Tier selber 3 Runden lang Verwundbarkeit durch Hieb- und Säureschaden, wenn du den Zähigkeitswurf nicht schaffst. So steht das da, wenn ich jetzt nicht meine Brille putzen muss, ganz dringend. Aber so ist es bestimmt nicht gemeint. Dem Mann ist der Widersacher gemeint, ist der Angegriffene. Der kritische Treffer muss ja ein Ziel gehabt haben.
und mit natürlichen Waffen, also ein Ziel in Nahkampfreichweite, weil natürliche Fernkampfwaffen gibt es jetzt nicht. Also Drachen-Odem ist jetzt eine Odem-Waffe, das ist keine natürliche Waffe, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, ich würde das schon jemandem anziehen. Es ginge hier auf diesem Platz. Moralbonus auf Angriffswürfe. Ja, aber Moralbonus, nicht schlecht. Du hast hier Handschuh des Aderlasses. Gibt es Blutung? Schattenfang? Heilige Bestie. Gut, dann wir ziehen das mal Bostel an. Vor allen Dingen, weil Bostel auch einen Zähigkeitswurf Schwierigkeitsgrad 33 mit seinem Bonus von 37 eigentlich immer schaffen müsste. Ne? So. Natürlich Borstelkredit relativ selten. Eigentlich wäre das, also wenn es so ist, dass die Verwundbarkeit dann geschaffen wird, dann wäre es bei Schattenfang besser, weil der ja mehrfach pro Runde angreift. Deswegen auch mehrfach kritten kann. Und Borstel kann halt nur einmal angreifen. Und dann war es das. Na, das ist eigentlich Quatsch. Ach komm, wir lassen es einfach mal. Die Handschuhe, die waren jetzt hier schon total zerkaut. So. Wenn ihr schon so schön dasteht, alle miteinander, dann gibt es auch ein bisschen Betudelung durch Deran. So. Gut. Jetzt raus mit euch. Genau. Oh ja. Da sind wir schon übergesetzt. Es platscht doch ein bisschen. Danke, dass ihr uns vor diesen Monstern gerettet habt, sagt Malessa. Ich habe damit nicht gerechnet, dass ich das überleben würde. Und Markül, ich dachte, ich hätte ihn für immer verloren. Und Markül sagt, Schwester, vergebt mir. Ich habe keine Entschuldigung für meine Taten. Kannst dich gleich mal dem Kreuzzug anschließen. Als Buße. Und Malessa, ich schätze, es war nicht eure Schuld. Diese Vetteln haben euren Verstand kontrolliert, nicht wahr? Was soll er denn jetzt sagen? Und Markül, sie hätten mich niemals in ihren Bann gezogen, wenn ich nicht ein so leichtes Ziel gewesen wäre. Ich habe Jernauk wirklich nicht gemocht. Und ich war auch gegen eure Hochzeit. Das haben die Vetteln ausgenutzt, um mich zu kontrollieren. Malessa blickt zu Boden. Nach einer Weile antwortet sie leise, ich weiß nicht, ob ich euch jemals gänzlich vergeben kann. Aber ihr seid die einzige Familie, die mir noch bleibt. Markül, seid ihr nun frei vom bösen Einfluss der Vetteln? Das bin ich. Die Vetteln sind tot und ich bin wieder ich selbst. Danke. Malessa, ihr habt mein Beileid. Vielen Dank. Ich habe ihn so sehr geliebt. Ich dachte, vor uns läge ein gemeinsames Leben. Sie wischt sich Tränen von den Augen. Habt ihr den Dorfbewohnern die Wahrheit erzählt? Wissen sie, dass sie all die Jahre Vetteln angebetet haben? Das habe ich, aber sie schenken mir keinen Glauben. Malessa wirft einen Blick in Richtung des Dorfs und schüttelt verbittert den Kopf. Sie weigern sich, die Wahrheit zu akzeptieren. Sie behaupten, dass es bloß ein Albtraum gewesen sein muss. Oh. Alle antreten, alle fesseln, dann am Grund des Flusses ans andere Ufer zerren und dann mit dem Gesicht unter die Robe der alten Vetteln. Ja, und dann fragen wir nochmal, ob es wirklich ein Albtraum war. Also, echt. Diese Schwarmdummheit, die regt mich auf. Ja, sie behaupten, es war ein Albtraum, ohne dass Markül zu viel getrunken hat. Sie lassen sich ein Dutzend verschiedene Erklärungen einfallen, weil sie die Wahrheit nicht ertragen können. Oh Mann, ey. Sie werden ihre Rituale fortsetzen. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich in ein paar Jahren irgendeine andere widerwärtige Kreatur auf der Insel einnistet. Gewiss gibt es unzählige Wesen, die das Dorf nur zu gerne ausnutzen und ihre Opfer annehmen würden. Ich kann unter ihnen nicht mehr weilen. Was werdet ihr zwei jetzt tun?
Ich werde meinen Mann begraben. Im Boden. Und dann? Malessa legt vorsichtig eine Hand auf ihren Bauch. Erastil sei mein Zeuge. Bald werde ich alle Hände voll zu tun haben. Aber nicht hier. Ich will diesen Fluss nie wieder sehen. Also, mal ganz ehrlich, der Fluss kann eigentlich gar nichts dafür. Ne? Und Marköl. Es ist meine Schuld, dass eure Tochter ohne einen Vater aufwächst. Woher weißt du, dass seine Tochter wird? Ich weiß, dass ein Onkel nicht das gleiche wie ein Vater ist, aber ich schwöre, dass ich alles für sie tun werde. Woher weißt du, dass seine Tochter wird, Marköl? Du machst dich verdächtig. Nun gut, der Schwarm könnte noch irgendwas tun. Was auch immer. Es ist Zeit, dass ich mich verabschiede. Ja. Malessa versucht zu lächeln. Ich bete jeden Tag für euch zu Erastil. Hier, nehmt dies. Ein altes Familienerbstück. Ich weiß nicht, seit wie vielen Generationen es sich bereits im Besitz unserer Familie befand. Doch ich möchte, dass ihr es habt. Seht es als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich hoffe, dass es euch auf eurem Weg zum Sieg hilfreich sein wird. Die Hobe des Wissenshüters. Und danke für alles, lebt wohl, genau. Und damit sind die dunklen Wellen abgeschlossen. Also von hier droht keine Gefahr, vor allen Dingen nichts Dämonisches. Robe des Wissenshüters. Diese Robe gewährt ihrem Träger einen Verständnisbonus von +3 auf alle Fertigkeitswürfe im Zusammenhang mit Wissen und Legendenkunde, sowie einen Bonus von +2 auf Reflexwürfe. Aha. Das ist durchaus nochmal wert, sich das näher vor Augen zu führen. Nokori hat einen Bonus von 4 auf Legendenkunde. Aber auch ein Bonus auf Konstitution. Ja, es ist besser. Nokori ist ja die einzige, also Nokoris einziges Wissenstalent, was abgeprüft wird, ist ja Wissen Natur. Und da ist halt das +4 besser. Ne? So, ihr könnt keine Leibchen tragen, das ist klar. Lan, was hast du eigentlich? Was macht diese Robe? Ausweichbonus auf die RK, also wie ein Verbesserungsmodus +2 auf Angriffs- und mit waffenlosen Angriffen. Nur ein Mönch kann sie tragen. Ja. Ja, lassen wir dir drauf. Robe. Schwierigkeitsgrad Bonus auf Feuerzauber. Das ist klar, was soll sie denn sonst haben? Was ist hier? Kompetenzbonus und +10 auf Tricks. Ein Kompetenzbonus +10 auf Athletikwürfe. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Hier ist ja das Ausrufezeichen, sagt er, dass ja irgendwas nicht wirkt. Aber der Wanderschwindler. +10. 48. Na gut, aber die Robe des Wassers gäbe ihm ja Boni auf Wissenswürfe. Und dafür ist Woljew nicht vorgesehen. Wenn es Gassenwissen gäbe, okay, aber gibt's ja nicht. Falsches System. Ja, also ich habe bisher nichts gesehen, was ich austauschen möchte. Das ist auch gut. Boni auf Würfe zur Überwindung der Zauberresistenz. Ja. Und derer an 7 Sünden, das habe ich vorhin jetzt, ja. Ich hätte mich doch nicht selber widersprechen. Nee. Also, ich wüsste auch nicht bei den Daheimgebliebenen. Na gut, keine Ahnung, ob Sela irgendwie überhaupt schon irgendwas trägt als Hemd. So ein Bonus auf Reflexwürfe ist gar nicht schlecht. Aber die anderen Boni, die wir jetzt hier mit der Kleidung haben, halte ich für besser als die Boni, die ich jetzt hier durch die Robe des Wissenshüters gewinnen würde. Also bleibt so, wie es ist. Gut. Damit sollten wir Kaltwasser verlassen. Nach allem, was ich getan habe, würde ich es verstehen, wenn Malessa mich nie wieder sehen will. Ich bin nur froh, dass sie mich nicht weggeschickt hat. Und Malessa, ich will diesen Fluss nie wieder sehen. Ich wünschte, ich könnte irgendwo in der Wüste leben. Oh! Also, wenn man, weißt du, wenn man im kalten Regen steht, da wünscht man sich eine Wüste herbei. Aber sei mal eine Weile in der Wüste, dann wünscht ihr den kalten Regen wieder herbei. Also, sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Ja. Ich laufe nochmal kurz die Karte ab. Nicht, dass hier nochmal irgendwas gewesen ist. Ich glaube zwar nicht, aber ich mach's. Und wenn was ist, nehme ich euch dazu. Wenn nichts ist, geht's auf der Reisekarte für euch weiter. So.
Ich nehme mir jetzt mal eine kleine spielmechanische Freiheit heraus. Und zwar werde ich jetzt einen kleinen Schnitt machen. Und ich schaffe die Helden mal hier über sämtliche Wege, die wir kennen, die vom Außenposten an der Villa Redford ausgesehen im Süden liegen. Na, das hier alles. Da führe ich die Helden nochmal überall lang, bis einschließlich nach Kenabris, auch hier drüben lang. Einfach, weil ich wissen will, ob hier irgendwas ist, was sich aufzudecken lohnt. Wenn da was ist, dann werden wir es aufdecken. Wenn da nichts ist, dann lade ich und dann gehen wir hier unserer Wege wieder nach Norden über die Lepratiefen und dann nehmen wir uns hier den markierten Felsen noch vor. Ja, da ist noch was. Hier ist auch noch irgendwo ein neuer Reagenzien-Sammelpunkt. Das machen wir, deswegen reist mal auf jeden Fall dahin. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Wir sehen, die Moral des Kreuzzugs sinkt. Und wir können was tun. Wobei die Moral, also ja, die Moral sinkt, sie ist aber noch hoch. Genau. Weil wir seit längerer Zeit keine Schlacht gegen Dämonen mehr gewonnen haben. Wir haben ja auch keine Truppen, ne? Ist ja kein Wunder. Aber noch müssen wir nicht reagieren. Wir müssen mal gucken, was hier passiert ist. Frostgebrüll, Haut- und Stoßzähne verzaubern. So. Genau. Das ist hier. So. Auswirkung der Entscheidung. Wir haben einen Schild uns ausbauen lassen. Frostgebrülls eisiges Blut erwecken. Trägst du diesen leichten plus zwei starke Schild, erhältst du plus einen Bonusschaden auf jeden Würfel für Zauber der Kategorie Kälte. Okay, und Stimme ist Schall, oder wie? Hm. Ah, ich nehme hier das mit dem Schall. Frostgebrülls markerschütternder Schrei konnte Reiter aus dem Sattel werfen und Hütten zum Einsturz bringen. Priester konnten den ungestümen Geist des alten Gofrofs erwecken, um seinen Überresten magische Eigenschaften zu gewähren. Genau, konnten sie. Die zwei Klingen. Ein berühmter Handwerker, der sich auf die Produktion verzauberter Waffen spezialisiert, macht der Kommandantin seine Aufwartung und präsentiert zwei Geschenke. Ein Schwert ist alt und verrostet und das andere erstrahlt in einem nahezu himmlischen Glanz und ist unglaublich scharf. Der Handwerker überlässt der Kommandantin die Wahl. Sie kann sich das Schwert aussuchen, das ihr am meisten zusagt. So. Ja, das rostige Schwert. Tat des Engels, oder? Gib Nenio beide Schwerter. Also ich glaube, Nokori sieht hier in diesem Angebot eine Prüfung in Demut und Bescheidenheit. Immerhin hat sie ja vor kurzem erst Iomedaes Wunsch nicht entsprochen, ihre Legendenkräfte abzulegen. Und es kann schon sein, dass das hier Iomedae hier ein bisschen, naja, rachsüchtig ist, so viel gesagt, aber ein bisschen, ne? Retourkutschenartig ihre göttlichen Finger im Spiel hat, von wegen, ja. Du hältst dich wohl für was Besseres, Nokori. Und jetzt wählst du garantiert das strahlende Schwert und dann kriegst du irgendwie eine dicke Warze auf der Nase oder so. Es ist nicht ihr Meta-Stil, aber so ein bisschen in die Richtung denkt Nokori und wählt deswegen das rostige Schwert. Das Schwert erstrahlte in den Händen der Kommandantin und der Handwerker gab traurig zu, dass die Götter das alte Ding gesegnet hatten, um das Böse zu vernichten. Sein ganzes Leben hatte der Handwerker davon geträumt, ein würdigeres Schwert zu schmieden, aber es wollte ihm nicht gelingen. Er überreichte der Kommandantin das alte Schwert und ging unter Tränen fort. Okay. Jetzt haben wir wohl irgendwie ein Schwert im Gepäck. Na gut, wie dem auch sei. Wir haben die Möglichkeit, wieder irgendwas zu tun. Reliquien. Die haben am meisten zu tun. Den Stein der Geisterpfade verzaubern.
Ja, wir machen erstmal die Reliquien fertig, die wir schon vorbereitet haben. Und ich glaube, den Stein der Geisterpfad hatten wir schon, oder? Ach, ist egal. Komm, machen wir hier. 50 Energie. Dekret erlassen. Dann läuft das los. Moral würde ich jetzt noch nicht stützen wollen. Das können wir dann machen, wenn es soweit ist. Und mehr haben wir hier nicht zu tun. Achso, können wir irgendwie rekrutieren? Ereignisse? Kampagne? Nö, kann man nicht. Dann raus. So. Und die Helden entdecken hier jetzt gleich noch so einen Sammelpunkt. Genau. Die verwüstete Lagerstätte, da ist sie. Zusammengefallene Zelte, die zerfetzten Überreste von Schlafsäcken und alte Rucksäcke verfaulen um eine längst erkaltete Feuerstelle, in der ein umgeworfener Kochtopf liegt. Du kannst hier einige Reagenzien für die Herstellung von Verbrauchsgütern finden. Du warst noch nie an diesem Ort, klar, sonst hätten wir die auch schon auseinandergenommen. Ich nehme an, dass wir hier einfach jetzt weitergehen können, oder? Ja, können wir, guck mal. So, wir finden schleimige Haut, toll. Regenbogenquarz, essbares Moos und einen Phosphorpilz. Bläh. Ja, ich war hier unten bis Genabris, da ist überhaupt nichts. Ich war auch hier drüben bis dahin. Es ist ja irgendwie so naheliegend, dass man hier eine Verbindung schlagen könnte, aber es passiert einfach nicht. Also, ne, ist auch nichts. Das heißt, das nächste, was hier ist, und hier müssen wir auch nicht hingehen, weil da müssen wir nochmal hin, ne, das kann ich mir jetzt auch sparen. Das nächste, was zu tun wäre, wäre es hier über die Villa Redfurt und die Lepratiefen, dann hier oben über das Dorf Sorg, dann das anzusteuern. Das möchte ich gerne noch machen. Dann lauft mal so lange, bis ihr nicht mehr könnt. Jetzt werdet ihr anfangen, ja. Ja, wobei, na, ein bisschen geht noch, komm. Bis dahin schafft das noch. So, jetzt greift die Erschöpfung um sich. Außer bei Ember, die ist dagegen mittlerweile immun. Ja, die Helden sind müde, hier wird gerastet. Achso, was Neues hier? Ah ja, hier, wir können rekrutieren. Ne, hier, die Nasenzwerge nehmen wir alle. Die Schützen. Aber hier. Die Paladine haben wir dort. So. Wir haben hier Plünderer. Ah, Töllnötter. Mit denen kämpfen wir ja. Die Armee ist voll, die ist auch voll. Hier könnte man stacken, aber wir nehmen dann die natürlich. Werden alle rekrutiert. Nochmal suchen. Nochmal ein paar neue. Nee, geht nicht. Wie dem auch sei. Dann geht halt nicht mehr. Ist okay, in Ordnung. Und dann könnt ihr... Ja, die können dahin. So. Okay. So viel dazu. Das machen wir zu irgendwie. Rekrutieren. Wo ist denn die Heldengruppe? Da. Ihr solltet rasten, richtig? Macht ihr jetzt genau hier. Wobei, wir können ja auch nach Dretzen zurück teleportieren. Aber wir rasten jetzt. Genauso wie bisher. Ich habe im Buch eines großen Denkers gelesen, je weiter wir uns von der Zivilisation entfernen, desto unzivilisierter werden wir. Als stünden nur Mauern aus Stein, Gesetzestexte und die Aussicht, an einem gedeckten Tisch zu speisen, zwischen uns und der Barbarei, sinniert Deran. Falls dem so ist, möchte ich keinen ungehobelteren Deran Arendae erleben. Er macht sich Gedanken über sich selbst. Naja, immerhin. Das Käsekrostata im Bauch wird die Gedanken hoffentlich ein bisschen vertreiben. So, ich denke, dass wir hier an diesem Punkt dann da abbiegen können. Ja. Der Kampf wird übersprungen. Nur ein paar unbedeutende Dämonen. Drei an der Zahl. Fortfahren. Ja. Na, nichts Besonderes. Das hier,
Dieser modrige Fels ähnelt einem haarlosen Kopf, ist aber von einer kruden Rune entstellt, die in seine Oberfläche geritzt wurde. Und dann gibt es hier einige Reagenzien. Ein markierter Fels. So. Gut. Das war's mit dieser Episode. Hier unten, ja, rund um Kaltwasser Richtung Kenabris, ist alles befriedet. Da haben wir nichts zu tun. Das nächste, was hier auf der Karte zu tun wäre, wäre es, dass wir hinten Richtung Himmelsrand, beziehungsweise hier hinten nochmal nach dem Rechten schauen, dass da nichts ist. Ach ja, dann werden wir wieder rasten müssen. Ich nehme an, dass ich dann hier mit den Kollegen nochmal hinlaufe, hier mit den Helden, um dann zu schauen, ob es von da aus irgendwie noch was zu entdecken gibt. Wenn nicht, zurück nach Dretzen, schlafen, gucken, ob da was zu tun ist. Und dann wäre das nächste dran und das nächste wäre ja eigentlich, dass wir in Richtung der Drachenhöhle gehen. Da würde ich aber statt Ember Regil mitnehmen, denn Regils Höllendritter-Außenposten liegt ja quasi am Weg. Dann können wir das auch gleich erledigen. Aber das sind alles Sorgen von morgen. Und ob ich mich nicht doch für etwas anderes entscheide, das wissen wir, auch ich, erst im nächsten Teil. Bis dahin.